Moin moin, herzlich willkommen zum Zockermanager 2021. Und wir spielen eine Saison hier mit dem ersten FC Kaiserslautern in der dritten Liga. Ich habe schon mal angefangen, Freundschaftsspiele zu spielen. Das können wir einmal hier sehen. Mein Einstand war nicht so erfolgreich. Eine Niederlage gegen Sonnenhof Großachbach mit 2 zu 0. Dann gab es allerdings einen Sieg gegen 1860 München, die auch in unserer Liga spielen. Und dann ja, eine Niederlage 1 zu 3 gegen Mainz 05. Die sind aber ja Erstligist, auch aktuell ja noch. Deswegen ist das okay, aber insgesamt natürlich kein besonders guter Auftakt. Jetzt spielen wir gegen Zwickau. Ich habe ein wenig die Akademie ausgebaut, nämlich für den Trainingsbereich hier, da sind wir gerade am Bauen, da habe ich etwas Geld für ausgegeben und dann habe ich einen Spieler geholt für das Team hinten links. Das ist einmal der zweite hier, diesen hier, vereinsloser Spieler, hat allerdings dafür ein bisschen Handgeld bekommen und jetzt würde ich gerne noch einen Spieler holen fürs Mittelfeld. Wir sehen oben rechts, wir haben noch 3 Millionen, ist natürlich etwas riskant, aber ich glaube, damit wir diese Saison so angehen können, dass wir den Aufstieg anpeilen, brauchen wir noch einen guten Spieler fürs Mittelfeld. Und da gucken wir jetzt mal zusammen, ob es da nicht jemanden gibt, der vereinslos ist. Und ja, vielleicht auch jemanden, der noch nicht zu alt ist, vielleicht bis 30. Und am besten dann im Mittelfeld. Bisschen flexibel. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das darf natürlich nicht zu krass sein, aber natürlich schon gut, wenn es kein schlechter ist. Guck mal hier, der ist eines 23, wenn wir den kriegen. Das wäre natürlich der Hammer. Ist die Frage, was der jetzt haben möchte. Ich setze ihn erstmal auf die Wunschliste und dann wollen wir mal gucken. Das ist natürlich ein extremes Grundgehalt. Können wir uns das leisten? Da würde er weit über dem Durchschnitt verdienen. Aber gut, er ist jung. Vielleicht bauen wir mit dem was auf. Ich mach das. Ich mach das. Er kriegt natürlich auch ein hohes Handgeld. Gucken, was er dazu sagt, ob der überhaupt in so eine Liga möchte. Sonst müssten wir nochmal uns nochmal umgucken danach, aber versuchen kann man es ja mal. Und jetzt haben wir noch einen verletzten Spieler, den es geht, einmal auszutauschen und dann müsste es gleich auch ins erste Spiel gehen gegen Zwickau. Ich bin gespannt, ob wir hier eine Möglichkeit haben, also schon das Ziel aufzusteigen, da bin ich ganz ehrlich. Und ja, dieses erste Spiel wäre da schon mal ziemlich wichtig für, wobei jetzt gerade die ersten Torschüsse von Zwickau kamen. Oben links seht ihr die Spielzeit, also schon 20 Minuten gespielt. Ich denke, ein ausgeglichenes Spiel. Scheinen jetzt ein bisschen besser ins Spiel zu kommen. Und ich weiß gar nicht genau, wer wir sind. Ich glaube, die ganz Roten. Auf jeden Fall haben wir Heimspiel. Beide Vereine hier rot. Ja, genau. Genau das falsche Team trifft. 1-0 Zwickau. 26. Minute. Natürlich das, was nicht passieren hätte dürfen. Wiederholung brauchen wir uns nicht angucken. Ja. Das läuft nicht so gut. Vielleicht mal in der Halbzeit ein bisschen umstellen. Aber ich bin auch noch nicht so richtig drin in diesem Spiel. Vielleicht muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen. Jetzt gibt es wahrscheinlich den Pfiff zur Halbzeit. Und ja, eigentlich sehe ich Kaiserslautern schon mindestens eben würdig gegen Zwickau. Ich riskiere jetzt wirklich einiges und gehe mit drei Stürmern das Ganze an. Gucken wir mal, was wir noch auf der Bank haben.
Vielleicht ihn hier. Das offensive Mittelfeld. Ansonsten ja, haben die das ja gar nicht so schlecht gemacht. Ich würde die erstmal so weiterspielen lassen. Also von den Bewertungen war es gar nicht so schlecht. Vom Ergebnis ist es eine Katastrophe. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Und vielleicht zeigt das aber auch, dass wir da noch einen starken Mann fürs Mittelfeld brauchen. Torschüsse jetzt ganz klar für Zwickau. Also es wird auch nicht besser gerade. Das Spiel schätzt meine Anweisungen noch nicht wirklich. Ich versuche jetzt nochmal zweimal auszuwechseln. Frische Kräfte einfach reinzubringen. Den haben wir jetzt eh nicht mehr so viel. Vielleicht haben wir nochmal zu der Chance vorne. Und haben zumindest ein Unentschieden, dass er natürlich. Saisonstart, der noch okay wäre. Niederlage ist Mist. Das ist wirklich Mist. Aber es scheint darauf hinaus zu laufen. Denn wir haben schon weit in der Verlängerung und ja, das war's. Wir verlieren das erste Spiel gegen Zwickau. Das sieht nicht gut aus für Kaiserslautern. Naja, jetzt stehen wir gleich unter Druck und auch ich als Trainer stehe gleich unter Druck. Weil das hatte man sich anders vorgestellt. Na gut, schauen wir mal, was unser Spieler also zu Angebot sagt, aber halt und wird sich in Kürze entscheiden. Und er kommt. Er kommt tatsächlich. Wir müssen einen rauskicken. Und dafür kommt er. Und vielleicht hilft er uns gleich schon im nächsten Spiel. Aber wir sind natürlich finanzielles Risiko gegangen. Das gilt es jetzt abzuwiegen. Erstmal fangen wir ihn in die Aufstellung. Wieso sieht es jetzt so aus? So. Das ist der Profikader. Verträge. Okay, da laufen auch drei ab. Da muss man auch mit dran denken später. Aber da haben wir doch ein bisschen Zeit für. Und unter Taktik ist, glaube ich, die Aufstellung. So. Spielmacher kommt rein, muss rein. Vielleicht hilft dieser Mann uns, auch wenn er jung ist und vielleicht auch ein bisschen Anlauf braucht. Aber wir werden alles dran setzen, ja, mit ihm erfolgreich zu sein. Dritte Liga ist schon hartes Brot hier. Und es hat nicht gut angefangen. Jetzt haben wir auch noch jemanden, der sich verletzt hat. Jugendeinrichtung haben wir verbessert. Das ist mal eine gute Nachricht. Aber ja, unser Stürmer. Sturm auch nicht sonderlich stark aufgestellt, muss ich zugeben. Das wäre wohl die Position, wo man als nächstes handeln müsste. Aber erstmal müssen wir auf unsere Finanzen gucken, denn das ist jetzt wirklich sehr mausig. Wir haben alles riskiert, um ja, jetzt erfolgreich zu sein. Und jetzt muss was rausspringen gegen Elversberg. Ganz wichtige Partie, gleich von Anfang an unter Druck. Tut mir leid mit der Werbung. Jetzt muss Kaiserslautern kommen. Zugzwang. Achso, es ist DFB-Pokal. Es ist DFB-Pokal, ist gar nicht Liga. Umso wichtiger, da wollen wir nicht rausfliegen in der ersten Runde. Gucken wir mal. Ballbesitz viel, aber keine Schüsse bisher aufs Tor. Wie macht sich unser Lusamba? Ja,
Ganz okay, aber fällt auch nicht auf, fällt nicht ins Gewicht. Ja, müdes Spiel. Ich denke, das geht vielleicht sogar mit 0-0 in die Halbzeit. Dafür brauchst du jetzt kein Prophet sein. Okay. Ja. 0-0 zur Halbzeit. Da ist doch noch mehr drin. Ich lasse sie auch erstmal so weiterspielen. Und ja, es könnten wir sein, oder? Die hier die Chance haben und das Tor erzielen. Jawohl. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. 1-0 Kaiserslautern. Aber noch lange zu spielen. Ich werde auch in der 60., 65., wenn es so steht, ein bisschen taktisch mich vielleicht sogar zurückziehen. Aber ich warte noch mal ein bisschen ab. Ach, guck mal, wenn das jetzt noch ein Tor gibt oder vielleicht auch nur eine gute Chance. Aber noch ein Tor, dann sähe es super aus. Dann werde ich nur ein bisschen auswechseln, gucken wir. Oh, Pfosten. Schade, schade. Sonst hätte ich jetzt hier reagiert und auf jeden Fall ausgewechselt. Das mache ich aber jetzt trotzdem. Aber ganz gut bewertet, die Spieler bisher. Dieser Stürmer auch nochmal eine Chance. Vielleicht sollten wir den neuen Mann ein bisschen schonen. Und die Abwehr traue ich mich jetzt nicht wirklich ran. Die hat das ja ganz gut gemacht. Und wer weiß, wenn sich noch jemand verletzt oder so, sollen sie mal erstmal so weiterspielen. Das Gegner wechselt auch. Pokal wäre schon wichtig, hier weiterzukommen. Wir haben noch 10 Minuten knapp. Das wäre schon mal eine Ansage. Und danach, ja, geht es gleich mit Druck weiter. Denn in der Liga natürlich nach der ersten Niederlage auch ein Sieg oder Punkte zumindest vollkommen vonnöten. Oh, ich dachte, er pfeift ab. Und er pfeift ab. Weil es sah fast wieder aus wie eine Chance für Elversberg. Aber so zittert sich Kaiserslautern so ein bisschen die nächste Runde. Und vielleicht gibt das Auftrieb so, dass wir jetzt ein bisschen Mut haben für die nächsten Spiele. Ganz wichtiges Pokalergebnis. Wir gucken uns mal die Auslosung an. Ja, zweite Runde Pokal. Altbekannte Mannschaften mit dabei. Bielefeld, Augsburg, Union, Fortuna. Großaschbach auch mit dabei. Bremen-Darmstadt, schönes Spiel. Da sind wir gegen Hoffenheim. Na, das ist natürlich kein dankbarer Gegner, aber naja, zumindest nicht die Bayern, könnte man so sagen. Oder Dortmund oder so. Leverkusen natürlich auch. Dann hätte es noch schlimmer ausgehen können und Pokal musst du kämpfen. Also nehmen wir halt Hoffenheim, wo wir haben Heimspiel. Das ist ja auch schon mal wichtig. Nun geht es nochmal aber zum nächsten Ligaspiel, auch das wichtiges Spiel. Gucken wir mal, wen wir hier als nächstes bekommen. Und wir haben den nächsten Verletzten, also irgendwie läuft das auch noch nicht so top. Vielleicht muss ich mich da nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen, wie das ist im Training, was ich da gegen Verletzungen tun kann. Ich bisher ein bisschen laufen lassen, muss ich zugeben. Gucken wir mal hier in den Trainingsbereich rein. Update. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen, wie das Ganze hier alles vonstatten geht. Jetzt haben wir das Traditionsduell in der Liga. Gegen 1860 München. Also, die haben wir in der Vorbereitung geschlagen, als es um nichts ging. Ich hoffe, die können wir auch jetzt irgendwie schlagen. Schauen wir mal, was dort möglich ist. Ganz wichtiges Spiel. Könnte auch. Früher war es ein Erstligaspiel.
Viele Lautern-Fans mitgekommen, das habe ich sofort gesehen. Das wäre auch, oder war auch in der Wirklichkeit immer so, also 60 und Kaiserslautern, wo die Vereine, die mit am meisten ziehen an Fans, natürlich auch Dresden darf man nicht vergessen jetzt. Jetzt haben wir eine gute Freistoßposition. Gleich unser neuer Mann wird auch schießen, aber wie schießt er denn? Naja, das war ja Katastrophe. Hätte man gar nicht zeigen müssen. Aber immerhin war es ein Schuss. Und in den Belangen sind wir nun mal gerade etwas besser. Reicht aber nicht für, ja, um auf der Tabelle ein bisschen stärker zu sein. Denn da immer noch Platz 16, das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Also selbst mit dem Unentschieden könnte ich nicht wirklich gut leben. Nach diesem ersten Spiel. Das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Und jetzt kommt sogar noch 60. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ach, das ist nicht gut. Da sind wir wieder im Rückstand. Und mit einem der ersten Schüsse Mölders, der Uldi. Tut uns richtig weh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, zweite Halbzeit. Ah, was machen wir? Was machen wir? Wie können wir diese Mannschaft pushen? Wieder auf alles gehen mit drei Stürmern werde ich versuchen, nochmal was zu tun. 60er. Komm. Verteidigung sieht auch nicht so gut aus. Na gut, versuchen wir es einfach mal. Ich weiß, wahrscheinlich bin ich überhaupt nicht gut in diesem Spiel, das werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben, aber ich muss mich ja auch noch ein bisschen reinfuchsen. Sonst immer früher Manager gespielt von FIFA. Da ist aber auch schon alles ein bisschen her und hier scheint es auch viele Einstellungsmöglichkeiten zu geben und ja, Sachen, die zu berücksichtigen sind. Ich hoffe, dass wir uns steigern. Aber jetzt musst du eigentlich in diesem Spiel hier was holen, ey. Ecke. Können wir das erste Ligator erzielen? Strafstoß. Was hat er gemacht? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Torwart ist doch nur rausgekommen. Aber das ist natürlich eine gute, super Möglichkeit. Und oh Gott, den schießt er an den Pfosten. Eieieiei, das auch noch. Also hier ist alles dabei. Naja, zumindest versuchen sie anscheinend was. Nach vorne. Und haben jetzt zumindest ein paar Chancen. Jawohl, und da ist dann das 1 zu 1 und man hat noch ein bisschen Zeit. Also auf geht's, Kaiserslautern. Das ist der neue Mann. Es ist der neue Mann, der hier das 1 zu 1 macht. Lusamba. Wichtiger Spieler und naja. Gibt es nochmal eine Chance oder ist das der Abpfiff? Wahrscheinlich der Abpfiff, ja. Okay, hätten wir das erste Spiel nicht verloren, könnte ich hiermit leben. So ist es im Gesamtkontext natürlich etwas wenig. Wir haben einen Sieg im Pokal, eine Niederlage am ersten Spieltag und jetzt hier das Unentschieden am zweiten Spieltag. Dann machen wir auch nochmal eben den dritten Spieltag. Und dann würde ich sagen, war das die allererste Folge hier. Wenn da ein Sieg noch rausspringt, dann sieht es wieder anders aus in der Liga. Bei Unentschieden oder Niederlage müsste man sich schon fast nach unten orientieren und überlegen, ob ja, die Ambitionen mit Aufstieg, die ich eigentlich habe, also der Vorstand hat mir gesagt, nach oben angreifen, aber nicht klarer Aufstiegsziel, also nichts klares Aufstiegsziel genannt. Aber ich möchte natürlich aufsteigen. Das ist auf jeden Fall der Anspruch und muss eigentlich mit diesem Team auch möglich sein. Aber dafür muss jetzt auf jeden Fall ein Sieg her. Wir haben verletzte Spieler und
Das ist richtig ärgerlich. Ich muss wahrscheinlich mich nochmal auseinandersetzen mit dem Training. Da werdet ihr wahrscheinlich hier zugucken und denken, meine Güte, was mache ich hier? So kann das ja nichts werden. Und wir haben den nächsten Kracher. Auch Magdeburg ist natürlich eine große, gute Mannschaft aus der dritten Liga, die es nicht zu unterschätzen gilt. Aber ja, eigentlich müssten wir hier was holen. Also ich bleib weiter optimistisch und ein Sieg wäre natürlich Gold wert für die Tabelle, denn das sieht jetzt gerade noch nicht so gut aus. Und wir kommen anscheinend gut rein, haben hier wohl die erste Chance, vierte Minute. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Lange Flanke, Kopfball, Tor! Ich dachte erst Pfosten, aber wahrscheinlich so innenpfostenmäßig. Und das ist jetzt mal gut gelaufen. Schnelle Führung. Vielleicht zu schnelle Führung, ist ja immer gefährlich. Aber erstmal gut. Sehr schön. Haben uns ein bisschen ins Mittelfeld katapultiert. Auf Platz 9 aktuell. Und darauf lässt sich dann vielleicht aufbauen. Und wenn wir jetzt hier nachlegen, wäre es umso besser. Welche Chance werden wir hier haben? Wie wird die aussehen? Kopfball, Pfosten, ey. Beziehungsweise Latte. Und das ist dann natürlich ärgerlich. Aber im Moment scheinen wir hier das bessere Spiel zu machen, beziehungsweise die größeren Chancen zu haben. Ah, und wir. Eieiei, eieiei, habt ihr das gesehen? Das gegenseitig dann noch behindert, auch und wieder Latte oder Pfosten. Also musst du eigentlich das 2-0 machen. Sowas rächt sich oft im Fußball. Und wir haben hier jetzt auch eine Chance für Magdeburg aus einer guten Position. 30 Minuten gespielt. Ja, und da ist es. Pertl, Timo Pertl. 1 zu 1. Ist das ärgerlich. Nach diesen Chancen, die wir hatten. Naja, gucken wir mal. Wahrscheinlich geht es so in die Halbzeitpause. Nee, meine haben auch noch eine Chance. Schöne Schusstechnik. Und was machen wir? Also irgendwie verstolpern wir da viel, aber irgendwann muss ja noch der Abschluss kommen. Per Zufall dann auch. Und dann ist es wieder das Tor. Und das sieht immer echt so aus, als ob man den Pfosten trifft. Aber sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich war schon gedanklich in der Halbzeit. Aber habt ihr meine Mannschaft unterschätzt, die auch jetzt nochmal kommt? Nö, jetzt ist Halbzeit wirklich. Ich dachte, es gibt noch einen Angriff, aber dem ist nicht so. Wir gehen in die Halbzeit 2 zu 1 für Kaiserslautern. Jetzt habe ich aus Versehen auch weiter gedrückt, aber ist egal. Ich glaube, es gibt eh nicht den ganz großen Grund, hier jetzt sofort zu handeln. Die Frage ist, für wen ist die nächste Chance hier, die sich hier gerade anbahnt? Ja, und sie ist wohl für Magdeburg, denn die holen sich den Ball im Spielaufbau wieder und treffen. Also es geht hin und her. Zum zweiten Mal kann Magdeburg kontern und antworten. Und ich gehe wieder auf Freistürmer-Taktik. Setze Lusamba nach hinter die Spitzen. Und Auswechsel haben wir nicht viel, ehrlich gesagt. Ein gutes Spiel gemacht, den setze ich nach außen, dann setze ich ihn dorthin. Und sonst habe ich nicht viel Alternativen für den Sturm. Schauen wir mal. Okay. Man hat jetzt zumindest die nächste Chance. 60. Minute kann man zum dritten Mal wieder in Führung gehen. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Gold wert, sozusagen. Man hat zumindest diese Chance. Und das Tor, jawohl. Klappt doch zum dritten Mal die Führung errungen, Kaiserslautern. Jetzt gehen wir natürlich wieder zurück in der Taktik. Beziehungsweise schön mauern. Also kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ich will hier den Sieg holen. Das ist mir wichtig. Damit man ja nicht ganz den Anschluss verliert nach oben. So ist man zumindest im Mittelfeld und kann mit ein, zwei Spielen
sich da langsam hochpirschen. Ja, Magdeburg versucht auch alles, wechselt hier regelmäßig durch, aber die nächste Chance ist anscheinend auf unserer Seite. Und wie schön wäre das doch, wenn man jetzt hier sich ein bisschen Sicherheit erspielt, indem man mit zwei Toren führt. Aber dem ist nicht der Fall. Ja, die Situation ist bereinigt. Und wir kennen dieses Spiel oft in der Nachspielzeit noch Situationen. Auch hier, 94. Minute hätte er schon lange abpfeifen müssen. Schiedsrichter, was ist das? Also, kann ich nicht nachvollziehen. Das lässt dieses Spiel doch gar nicht zu, diese ganze Nachspielzeit. Und, oh Gott. Und da war das Tor. Ist das bitter? Ist das bitter, ey. Da sehen wir wirklich alt aus. Was ist das denn, ey? Eieieiei. Das kann's doch nicht sein, ey. Da pfeift er auch. Pfeift er noch nicht ab? Was machen wir denn? Spielen den Ball noch hin und her und dann pfeift er dann ab. Also, das ist wirklich ärgerlich und doof gelaufen. Wir spielen 3-3. Haben 2 Punkte nach 3 Spielen. Und damit war das hier die erste Runde im Let's Play von, wie heißt das Ganze denn hier? Soccer Manager 2021. Schade. Da war mehr drin und wenn wir den Anschluss halten wollen, muss jetzt auf jeden Fall ein Sieg in den nächsten Spielen her. Ich werde euch berichten, beziehungsweise ihr werdet dabei sein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Runde. Let's Play, Soccer Manager 2021. Lasst gerne ein Like oder Abo da. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend für euch und bis dann.